herzlich willkommen zurück. Oh, geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier in den Konfluxkammern von Outward mit Fister, genau. Outer Worlds, aber tatsächlich auch ein sehr gutes Spiel. Was macht man da gleich nochmal? In Outer Worlds, da bist du quasi als Kolonist zu einer sehr weit entfernten Erdenkolonie im Weltraum geflogen, wo es halt dann so mehrere Planeten in so einem Sonnensystem halt gibt, die halt aber am Rand der Auslöschung quasi stehen, weil die halt von so Großkonzernen runtergewirtschaftet wurden. Und du musst dann halt so ein Kolonieschiff, was mal irgendwann verschwunden ist, musst du wiederfinden. Und was ich sehr cool finde, ist, du kannst am Anfang, wenn du deinen Charakter erstellst, kannst du so ein... Nee, da müssen wir nicht hin. Hast recht, ja, wir müssen hier runter. Und dann kannst du am Anfang, wenn du deinen Charakter erstellst, kannst du dem halt den Perk dumm geben, dass er halt ein dummer Typ ist. Und dann kannst du da, wenn du dieses Kolonieschiff findest, musst du das halt in den Sonnensystem zu einem anderen Punkt springen lassen. Und so hast halt so eine KI da immer mit dabei. Und wenn du halt einen normalen Typen hast, dann ist so ganz normal die Option, ja, du verbindest deine KI mit dem Schiff und die berechnet dann den Sprung. Okay. Aber wenn du dumm bist, dann kannst du die Option wählen, dass du selber halt den Sprung berechnest. Und dann springt das Schiff einfach so im Midgame in die Sonne von dem System des Spiels zu Ende. Nice. Voll geil. Du, wir können auch mal die beiden anderen Pfade hier noch gehen. Hier Pfad der Helden und so, ne? Und ja. Dieser andere Pfad, der in die Dunkelheit runtergeführt hat. Zum Erfolg führen. Ich gehe erstmal handeln, bevor ich wieder meinen Mana nochmal steige. Ich muss läutern! Tim im Läuterungsmodus. Alter, ich bin so fucking langsam, ne? Nee, warte mal, hier ging's doch gar nicht lang, Alter. Wir müssen hoch zum... Oh, ich trottel, Alter. Oh Gott. Krebs hier, ich krepel mir hier einen ab, ey. Beiseite mit dir. Alter, Mann, ist kein D-Zug. Oh, der Witz, wie langsam der läuft einfach. Oh. Also, was ist das, die Mana-Geschichte, ne? Ich mach erstmal die Mana-Geschichte, dann handle ich erstmal. Noch weniger Leben, als ich ohnehin schon habe, ey. So. 60 Mana. Wie machen wir das? Ja. So. Oh Gott, ich leuchte. Jetzt habe ich, jetzt habe ich 100 Mana, Junge. 100. Ich glaube, das ist viel. Aber wie viel Leben hast du jetzt noch? 75, geht eigentlich. Ja, du musst mich jetzt halt aber ich habe dafür halt so einen Zauber, der mich halt unverwundbar macht für eine gewisse Zeit. Deshalb, das gleicht sich schon wieder aus. Boah, habe ich viel Kohle bekommen. Okay, bin sofort wieder da. Aber bitte sag jetzt nicht, dass du dem ganzes Silber von dem hast. Nee, okay, gut. Kaufe ich auch mal ordentlich hier. Das hier Astraltrank? Okay, behalte ich erstmal. Feuerlappen, Blitzlappen. Komm, ich. Ah, jetzt habe ich meinen Tee verkauft. Tierzio, oh cool. Meeresfrikassee. Oh, das sind voll die geilen Gerichte, die ich hier am Start habe. Brauche ich 3 Töpfe, das brauche ich nicht. Druckplattenfalle. Kalkstein. Ungewandelte. Was? Umgewandelter Mana-Stein unter Verwendung einer Alchemie-Ausrüstung. So, kann ich mal gucken, vielleicht kann ich daraus irgendwas machen. Oh, das kann weg, Kleiner Saphir. Weg damit. Jetzt ordentlich Geld, Junge. Oh, das gab Asche. So, der hat ja noch Stab des Gelehrten, den habe ich selber gerade. Er hätte den Stab des Meisters für 1000. Jetzt habe ich halt 344. Schon mal nicht schlecht, aber... Naja, Gelehrtenreif. Ich glaube, mein Hut ist aber besser. Lexikon. Buch, um Runenzauber zu sprechen. Oh, das würde ich mir ja mal fast kaufen. Mal gucken, was das ist. Was haben wir hier noch? Ja, das Buch mit Runenzauber. Denk dran, dafür musst du in Berg diesen Runenzauber-Skill-Typen da, ne? Ah ja, okay. Nee, dann kaufe ich mir das nicht. Hast recht. Der hat hier noch Mana-Steine. Wie viel habe ich jetzt noch? 4 Mana-Steine. Aber ich habe nur einmal dickes Öl. Hast du noch dickes Öl? Ja. Wie viel hast denn du da? Da gedroppt 1. 1 bloß, okay. Ah, da. Wo?
Eigentlich habe ich das hier gedroppt irgendwo. Hast du es schon aufgesammelt vielleicht? Ja. Ich hab's aber nicht mehr. Ich hab's gedroppt. Ich hab nur eins. Einmal dickes Öl. Nee, vielleicht ist das durch den Boden geglitscht oder so. Wäre jetzt doof. Ach nee, ich hab's hier. Hier ist es. Warte, ich hab's jetzt auf einmal in der Tasche. Ah, okay. Ah, danke. Warte, dann würde ich mir hier nochmal ein paar Feuersteine zaubern. Sag mal, ich habe kein Holz für ein Lagerfeuer. Mist, hier gibt's auch keine Bäume. Ja, unter der Erde wachsen natürlich keine Pflanzen großartig, außer Nachtschattengewächse. Wahrscheinlich habe ich gerade totalen Bullshit erzählt. Ich trinke jetzt hier mal ein grüner Smoothie mit Mango, Grünkohl und Spinat und bin mal gespannt, wie der schmeckt. Du jetzt im Real Life, oder wie? Boah, das kann ich nicht trinken, Alter. Da kotze ich jetzt schon, Alter. Okay. Alter, stinkt das widerlich. Holy shit, da ist so ein richtig ekelhaft orangener Schmand oben am Rand, obwohl der Smoothie an sich grün ist. Okay, das klingt jetzt echt nicht so berauschend. Oh, hier ist so ein Rezept, cool. Haben wir beim letzten Mal gar nicht eingesammelt. Jetzt habe ich diesen Turmip-Meintopf, jetzt habe ich den auch gelernt. Ja, okay. Wollen wir die anderen Pfade nochmal abchecken hier, die es noch gab? Gab es noch zwei Wege irgendwie? Ja, wir sind ja über einen sind wir ja schon gekommen. Ja, aber da war halt noch diese Tür, dieser heldenhafte Pfad. Hier sind wir nicht über den gekommen? Nee, wir sind über einen anderen gekommen. Ja, wir sind über den blauen Pfad gekommen. Über den heldenhaften Pfad sind wir noch nicht gekommen. Okay. Hier, und den hier gibt's auch noch. Aber wie gesagt, dieser heldenhafte Pfad, da bilde ich mir... Hier sind wir hergekommen. Ja, hier sind wir hergekommen. Aber ich zeig dir jetzt mal was. Und zwar, was ist das denn hier? Ja, hier hoch, ja genau. Ah, hier ist auch noch. Ach, hier ist nochmal der blaue Pfad, okay. Wir müssen da hoch, aber nochmal, genau. Und da war nochmal eine Tür zum heldenhaften Pfad. Und da waren wir noch nicht. Die Tür hier. Wir sind von dort gekommen. Von dort oben sind wir gekommen. Da, von da hinten sind wir gekommen. Und hier sind wir noch nicht gewesen. Bild ich mir ein. Ja, gucken wir mal. Werden wir jetzt ja sehen. Ja. Ob wir wieder in diesem Labyrinth sind. Mal sehen, ja. Ich habe ja drei Pfade irgendwie. Mal sehen. Alter, wie es einfach schon wieder 22.37 Uhr ist, ey. Kommt mir so vor, als ob wir erst vor einer Stunde angefangen hätten, ey. Was? Ja, irgendwie schon. Oh, hier ist zu. Ja. Wir müssen, glaube ich, von der anderen Seite kommen, ne? Mhm. Aber stimmt, hier waren wir noch nicht. Okay, na gut. Also da geht's nach Nordosten und läutern? Nee, ich will nochmal diesen einen Gang mehr angucken, der kommt, bevor wir zu diesem Beobachtern da kommen. Da gab's noch einen dunklen Gang, der runterführte, genau. Mhm. Das wollte ich auch nochmal gerne wissen, was das war. Hier rechts meinst du, ne? Nee, hier lang. Und dann hier rechts, den Pfad hier. Hier runter. Okay. Da ist nämlich ein Vieh da unten. Ich sehe es aber nicht. Es ist so dunkel. Oh, hi. Ja, es kommt schon. Oh. Alter, ich bin gleich down, Junge. Alter, ich bin gleich tot, Junge. Es hat mich einfach getötet. Ich bin runtergefallen. Nein, du bist da runtergefallen, Digga. Oh, Mann. Was passiert denn jetzt? Oder ich habe das Vieh da auch runtergebasht. Jetzt steht es direkt vor mir. Okay, ah, fuck ja. Me, Digga. Oh, man kann da runter, ja, okay. Das ist doch Mist. Du wirst geläutert! Oh, so habe ich nicht diesen einen Skill angewandt, der mich unverwundbar macht. Ich ja. Oh, der macht aber schon gut. Ja, macht er mich ja überhaupt unverwundbar? Nee, ich darf nicht nachgucken. Schade. Schade, schade, schade. Ich hier kurz ein bisschen um. Siehst du mich überhaupt noch? Nee, ich höre dich nur noch. Irgendwo da oben. Aber mein Stab ragt aus dem Wasser, also du dürftest mich sehen, wenn du runterkommst. Ich läutere dich! Stopp!
Lock! Tja. Lächerliches Vieh, Alter. Lächerliches Vieh. Tyrannosaurier. Also mein Stab leuchtet und ragt aus dem Wasser. Ja, ruhig, ich muss jetzt auf Arzt hier. Rechts. Oh, geil. Eine rechts. Truhe. Ja, hier ist meine Truhe. Oh. Meine Laterne ist fast ausgebrannt. Bitte hilf mir mal, sonst ist meine Laterne im Arsch. Ich bleib mal ruhig. Ja, die Laterne brennt halt weiter, auch wenn ich tot bin, ist da das Ding. Da war ein Gebetsclaimer drin. Der macht nicht mehr Schaden. Meiner macht noch zusätzlich 10 Dollar Schaden. Ende ist ein aber Schiffswrack. Der wird bestimmt ein bisschen was bringen. Was schön für dich. Cool. Wir können hier Wasser auffüllen, ja. Aber wir dürfen ja da nicht lang, okay. Hier ist Schluss. Okay. Eine unsichtbare Wand. Ja, naja, gut. Ist hier, ne? Hier darf man bestimmt auch nicht weiter, ne? Nö. Nee, leider nicht. Schade. Ja, Entschuldigung. Gesundheit. Ja, danke. Komme ich jetzt wieder hoch? Hm? Kommen wir denn jetzt hier wieder hoch? Okay. Ja. Ich glaube, man kann hinter dem Ding auch einmal herlaufen. Ja. Bin schon wieder oben. Ich bin echt schnell wie eine Katze. Na, genauso schnell stirbst du auch. Ja, gut. Das war jetzt nicht smart von mir, dass ich da als erster reingelaufen bin. Das muss ich zugeben. Trank, der dir sofort wieder etwas Mana herstellt. Oh, das ist doch cool. Das ist doch hübsch. Ja, davon kann ich ja auch noch welche droppen. Astraltrank, ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, zwei. Die helfen mir natürlich sehr. Vielen Dank. Okay. Ja, dann können wir eigentlich hier wieder raus, glaube ich. Wobei, ich würde mir noch mal kurz den blauen Pfad angucken. Also, sind wir da nicht hergekommen? Nee, wir sind von oben hergekommen. Ich meine beim letzten Mal. Kann gut möglich sein, aber ich will sicher gehen. Bild mir ein, wir sind den blauen Pfad schon mal irgendwie gewesen, aber was ist jetzt? Könnte das Labyrinth gewesen sein, vielleicht? Ja, genau, das sind wir letztes Mal hergekommen. Stimmt, ja. Sein. Du könntest recht haben. Wobei ich mir eigentlich einbilde, dass wir schon beim letzten Mal von oben kamen. Ja, ja, doch, hier sind wir letztes Mal hergekommen. Oh, das sind Viecher. 3 Stück. Geil. Geil! Jetzt wird gemoscht! Alter, wie das Vieh weggeflogen ist. Boy. Damit. Oh, Holz. Holz ist cool. Ich und mein Holz. In der Truhe ist wahrscheinlich nichts mehr drin. Doch, hier ist noch was drin. Habe ich noch gute Sachen drin. Was haben wir denn hier? Ein Mana-Stein. Vor allem, wenn du Mana-Stein abbaust, dann bringt das voll oft noch Hackmanit mit sich. Und das kannst du für 50 verticken, Alter. Ui. Cool, deshalb hast du immer so viel krassen Scheiß, den du dir kaufen kannst. Ja, oh, hier sind noch mehr Gegner. Aua. Ich führe euch zurück ins Licht. Weiche! Zack! Führe die Macht, Elatz! Die Erlösung wartet, mein Freund.
Ja gut, aber hier waren wir ja schon überall. Ja, hier waren wir schon mal, aber die Sachen sind ja manchmal wieder, kannst du ja wieder looten, ja. Mit Gott. Mit Gott. Wir haben halt auch noch diese Mana-Steine. Oh, da ist noch einer. Oh. Echt immun jetzt gegen jegliche Art von Schaden. Das ist echt cool. Okay. Dann können wir auch hier wieder, da hier wieder raus, oder? Ja, ja, klar. Ja, wir können sowieso nur hier raus. Hier war das aber nicht. Wir können aber auch wieder zurückgehen und wieder raus. Nee, nee, das Labyrinth da im Eingang konntest du nicht. Da bist du runtergefallen, konntest nicht zurück. Ja, aber wir sind doch jetzt hier im Labyrinth. Ja, deswegen müssen wir hier zu dieser Quelle wieder hin. Ja, genau. Ja, einen anderen Weg raus gibt's nicht. Ich hab jetzt keine Feuerfunken mehr, das ist doof. Wieder neue bauen. Na gut. Kraften. Kraften, genau. Oder wir können auch wieder zu diesem Händler runter und das über das Boot wieder raus. Würde auch gehen. Ja, 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 genau. Dann machen wir das ja, so. Ich meinte jetzt aus dem Labyrinth raus. Achso, ja, ja, gut. Mit Gott. Ah, nee, nee, ist immer falsch. Wieder runter. Da geht's lang. Jupp. Geh ich nochmal schnell zum Handler. Werf noch ein paar Sachen raus. Ich glaube, in der nächsten Stadt kauf ich mir auch mal diesen Rucksack, den du hast. Den Händlerrucksack? Ja. Vielleicht gibt es ja dann einen besseren, den ich mir kaufe, dann kannst du den Händlerrucksack nehmen. Ja, wäre auch okay. Könnte ich mit leben. Oh. Boy, ja, ja, ja. Oh Mann, boy. Der Solar-Stream, der streamt aber ordentlich. Er streamt ordentlich. Buchreiniger. Seltsames Gebräu, was die meisten negative Auswirkungen aushält. Ohne Wirkung bei Blut. Brauche ich den denn dann? Weg damit. Ja genau, die Lappen. Dann weg. Fernpilz kann weg. Jetzt habe ich zwei einfache Zelte. Cool. Das kann... Angriff Gift kann... Kalkstein. Boah, Utwin läuft ja gerade bei Aufstieg der Leere Sturm hier auf Mandrakes Anwesen, ne? Ja. Ja. Ja, ja, 34. Fast schon zu Ende dann, ne? Nee, das dauert dann noch ein bisschen. Ja, 24 Folgen. Ne, 23 gibt's dann noch. Ja, also bis locker Februar haben wir da noch Content. Deshalb, das wird jetzt nicht so schnell die nächsten Tage vorbei sein. Ich fand das witzig, wie unter den letzten Folgen irgendeiner geschrieben hat. Ja, dann ist es ja bald vorbei, also irgendwie nächste Woche vorbei, das Projekt oder so. Und ich dachte mir nur so, wenn du wüsstest, Alter. Hat aber nichts drunter geschrieben. Ja, und wenn diese Folge hier rauskommt, liebe Zuschauer, dann ist es wahrscheinlich auch schon so irgendwie Februar, März oder so. Wir nehmen das hier gerade alles in einem Rutsch so ziemlich im Dezember noch auf. Also wir haben gerade noch den 28. Dezember 2020. Original gespielt auf meiner Plauze. Oh, davon ist so ein krasses Vieh. Ach, was, das ist nicht krass, Bruder. Ja, ich kann dir aber gerade nicht helfen. Ach, kein Problem, brauchst du nicht den scheiß Shrimp-Tascher wie alleine. Den scheiß Shrimp. Boots! Du hast keine Macht hier. Und rechts und der Wirbler und dann ist es weg.
Ja, der ist wirklich nichts Besonderes. Und hier vorne gibt es bestimmt wieder hier Zeug. Du, ich weiß nicht, ich bin gleich tot. Wir sollten vielleicht nochmal kurz rasten, oder? Können wir rasten? Hier gibt's nichts. Eine Spitzhacke. Amulid, yay! Oder, Alter! Geil, da hinten ist wieder diese Wache mit dem fetten Schild. Ja, vielleicht sollten wir erst wirklich einmal rasten. Ja, hast recht. Die wird auch dann noch da sein. Also, wir vielleicht ein Feuer machen? Ja, mach ich. Ich habe kein Holz. Oder? Ja, doch, habe ich. Doch, ich habe Holz. Craften. Da kann ich auch gleich nochmal hier ein paar von diesen Steinen machen. Feuerstein. Sonst bin ich wehrlos. Mist, jetzt habe ich keinen dicken Schlauch. Hast du noch dickes Öl? Herr Fiester? Ja, habe ich hingeworfen. Oh, nett, danke. Sehr nett. Habe ich wenigstens erstmal 3 von den Dingern. Okay. Soll ich noch? Nee, okay. Dann. Auf in die Haier. Warten auf andere. Okay. Ich finde das System hier mit dem Schlafen, Wache halten, reparieren echt cool. Also. Mhm. Ist echt eine fresche, gute Sache. Warum heißt die Map aber hier Halbinsel? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Weil es eine Halbinsel ist, oder? Ja, aber es ist doch connected direkt mit den anderen Inseln, also mit den anderen Ländern so. Und jetzt wirklich viel Wasser ist jetzt hier auch nicht. Zumindest nicht, wenn man auf die Map guckt, weißt du, da ist ja unten ein bisschen Wasser und oben ein Fluss, aber das war's. Ja, ich glaube, der untere Bereich unten links, das ist so die Halbinsel. Achso, ja, das kann sein. Okay, bist du ready, um den da vorne wegzuhauen? Ja, hier links, guck, hier links ist der auch. Ach, da ist auch einer, stimmt, hast recht. Komm her, du Schuft! Oh nein, jetzt habe ich den Zauber gewastet, scheiße. Kleiner Wichser. Okay. So, da vorne, der wird schon ein bisschen kniffliger, glaube ich. Ja, warte. Denk mal schon. Mann, ich habe den Zauber wieder zu früh genutzt. Achtet. Es gibt rechts und links und dann gibt es die Drehung und dann ist er schon halb tot. Und jetzt mache ich das nochmal hier. Zack, und dann ist er weg. Lol. Hinten war noch einer, glaube ich. Ah, da. Da hinten gibt es auf jeden Fall nochmal Amulid. Das hole ich mir mal eben erst. Mach das mal. Den einen Billotypen. Ich hab's ja auch alleine. Hoffentlich. Alter, wie der jetzt gar kein Problem mehr war, dieser gepanzerte Wächter da. Ich als Nahkämpfer ist der schon noch eine Herausforderung. Also, sonst lauf weg. Ich hab den jetzt schon besiegt. Okay. So, muss ich mal kurz verbinden hier. Ich bin nämlich gleich tot. Und ich muss vor allem erstmal essen und trinken, also.
erstmal schön gefuttert. Ah, man kann auch durch das Essen von Essen kann man auch diese maximale Lebensenergie sich wieder rausarbeiten quasi. Interessant. Ja, ich weiß, das hast du wahrscheinlich schon lange rausgefunden. So, wo müssen wir jetzt nach Nordosten, ne? Wir sind jetzt natürlich im Südwesten, das ist natürlich ganz schön doof. Ja, wir müssen jetzt über die ganze Karte bis nach Nordosten, ne? Ja, sieht so aus, ja. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal zu diesen Ruinen, würde ich sagen. Oh, da hinten ist noch einer. Wollen wir den noch holen, oder? Ja, klar. Was habe ich denn da für einen Status? Ulgrad? Besessenheit. Ah, cool. Hart genug an die rangehen, um das zu machen. Ja, cool. Dengel. Diese Musik schon gar nicht mehr so richtig einsetzt. Diese Kampfmusik. Dann schwert er auch noch den Feuerwaff. Da hat er jetzt diese Machete angelegt, das ist der Sinn. Will ich gar nicht. Weil ich könnte halt schon wieder einen Händler vertragen. Naja. Tja. Weiß ich nicht. Willst du erst zur Stadt da gehen? Können wir machen. Dann würde ich sagen, beenden wir erstmal hier die Folge. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Episode geht's weiter. Und dann wollen wir versuchen, hier bei diesen uralten Ruinen oder hier bei diesem Turm des Klüngels der Winde die Läuterung vorzunehmen. Da würden wir uns natürlich wieder freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Schaut bei Fistam auf dem Kanal vorbei. Haut rein, macht's gut. Und ciao.